Herzlich willkommen zu einer neuen YouTube-Folge mit der lieben Dr. Barbara Meyer-Lehmann. Wenn du Hautunreinheiten hast, dann ist das Video besonders spannend für dich. Wir werden über zwei Erkrankungen sprechen, wo Pickel, Hautunreinheiten und Rötungen sehr häufig kommen. Von daher schaust dir bis zum Ende für spannende Tipps und Tricks an. Ich bin Dr. Barbara Meyer-Lehmann. Ich bin Ärztin bei der Manostik. Ihr kennt mich ja zum Teil von den Videos schon und eben heute, wie gesagt, die beiden häufigsten Gesichtsdermatosen, Akne und Rosatia. Was unterscheidet sie, was haben sie gemeinsam und vor allen Dingen, wie wollen das behandeln? Genau, und mich kennt ihr bestimmt von TikTok oder Instagram und wir steigen direkt in die Materie ein, würde ich sagen. Zwei Krankheiten stehen jetzt im Fokus, Akne und Rosatia, und vielleicht kannst du für diejenigen, die zugucken, erklären, was ist denn jetzt im Kern eine Akne und was ist eher eine Rosatia? Okay, also das Verbindende ist das, was man Pickel nennt, aber eben es ist nicht jeder Pickel gleichbedeutend mit Akne oder eben Rosatia, es muss differenziert werden, weil die Behandlung differenziert, aber gemeinsam ist eine Entzündung leicht gerötet. Und dann eben, ja, je nach Ausprägung und Schweregrad die Pickel. Okay, also das heißt, das ist schon mal deren Gemeinsamkeit. Und wie würdest du jetzt sagen, was charakterisiert jetzt die Akne? Die Akne ist eher bei jüngeren Altersgruppen und sie ist eher zu Zeiten, wo die Haut sehr aktiv ist. Aktiv eben in dem Sinne, dass sehr viel Talg und Hautsubstanz produziert wird. Und dadurch die Entzündungen kommen. Man kann es sehr gut differenzieren, dass eben durch diese Überproduktion von Hautsubstanz bei der Akne eher die Poren verstopfen. Deswegen ist bei Akne immer in irgendeiner Form Mitesser, sei es geschlossen oder offen, zu sehen. Bei Rosatia sind die nicht da. Und meistens ist die Rosatia auch deswegen auch eben in der älteren Altersgruppe, die eben eher dann eine trockene, empfindliche Haut hat. Wenn wir Unreinheiten haben, beide entwickeln Pickel, aber du hast richtig gut gesagt, Mitesser, das ist bei der Akne, bei der Rosatia nicht. Und das ist eigentlich dann auch schon die Unterscheidung, wenn ich im Spiegel gucke, sehe ich überhaupt Mitesser? Nein, aber ich habe Pickel, dann eher eine Rosatia. Okay. Genau. Und jetzt ist das wahrscheinlich auch interessant, was mache ich eigentlich bei der Akne und was mache ich bei der Rosatia? Wir behandeln natürlich die Entzündungen, wobei eben eine Entzündungsbehandlung bei der jugendlichen seborrhoischen Aknehaut anders aussieht als eben eine Entzündungsbehandlung bei der sensiblen, zu Rötung neigenden, lichtempfindlichen Rosatia. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen als Therapie den Zuschauern was mitgebe, ich habe eine Akne, was kann ich zum Beispiel machen? Bei Akne sollte die Haut ausgetrocknet werden, um eben den Pickeln, den verstopften Poren und den Entzündungen vorzubeugen. Bei Rosatia steht die Entzündung im Vordergrund, die behandelt werden muss, denn die Haut ist an sich schon trocken und empfindlich und deswegen sind Aknemittel bei Rosatia kontraproduktiv. Verschlechtern die Haut eher. Ganz, ganz wichtig, das eine braucht eher so eine austrocknende Therapie. Bei der Rosatia bitte keine Aknepräparate verwenden und keine Behandlung. Wir haben dazu übrigens auch das Buch Natürlich frei von Akne und da reden wir auch über die Rosatia und auch sonstige Hautunreinheiten. So, das gibt es ganz normal bei allen Buchhandelläden, auch online. Und da gibt es auch eine schöne Übersicht. Habe ich Mitesser, habe ich eine trockene Haut und dann je nachdem, was ich habe, steht danach die Diagnose. Ja, vielleicht auch spannend für dich, die meisten, die das haben, leiden ja, wenn sie nach draußen gehen und das Gefühl haben, da sind jetzt so Unreinheiten. Hast du irgendwie so ein paar gute Worte für den Weg, für den Alltag? Ja, Akne und Rosatia sind beides sehr, sehr gut behandelbare Krankheitsbilder. Es kommt aber darauf an, gleich die richtigen Weichen zu stellen, um welche Dermatose handelt es sich und dann eben je nach dem Schweregrad, was von leichter äußerlicher Behandlung über Antibiotika-Behandlung zu starken, systemisch angewendeten, aber sehr gut wirksamen Medikamenten führt. Und vielleicht auch ganz wichtig ist der Lebensstil, ne? Also ich glaube... Der Lebensstil ist natürlich bei allen Dermatosen nicht unwichtig. Alles, was die Hautdurchblutung steigert, ist zum Beispiel bei Rosatia kontraproduktiv, weil die Haut sehr, sehr empfindlich ist.
Sonne, scharfes Essen, Wärmeentwicklung in jeder Form ist nicht gut. Bei Akne ist es eher, dass man sich dafür hüten sollte, die Haut zu überpflegen, also fetthaltige Kosmetika bei Akne, fetthaltige Sonnenschutzmittel ist alles was eine Akne provozieren kann. Und falls du dir unsicher sein solltest oder noch nicht mit der medizinischen Therapie gestartet hast, dann kannst du gerne auch Dermanostik, unsere App verwenden und dann landest du direkt bei Barbara oder bei den anderen Kolleginnen auch. Genau. Ja. Oder bei den Kolleginnen und die erstellen dir dann einen Arztbrief und auch eine speziell für dich angepasste Pflegetherapie mit Rezept. Und an der Stelle hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Einschalten. Ich freue mich sehr, wenn du den Kanal abonnierst, ein Like hinterlässt. Vielleicht hast du auch noch eine Frage, die wir und unser medizinisches Team beantworten können. Ansonsten ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Nachdem du mir jetzt schon so lange zugesehen, das Video bis zu Ende gesehen hast, könntest du ja auch den Kanal abonnieren. Wir würden uns sehr darüber freuen.